Und willkommen zurück. Haben wir hier Strom? Vorne haben wir Strom. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, wir hängen jetzt hier mal ein bisschen was für die Bildung hin. Und gegenüber haben wir Strom. So, Komodo war ran. Ja, das ist in Ordnung. Haben wir jetzt hier Strom? Hier war noch ein Tor. Werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen breiter bauen, das gefällt mir noch nicht so. Was war denn? Stress. Okay. Was hast du? Platz. Gehege ist viel zu klein. Hast du dich da jetzt festgefahren? Ja, er hängt. Kumpel. Holz. Holz. Und. Und. Nee. Man hier. Ich brauche ja mit. Quasi mit Fell. Ja, ist ja nicht schlimm. Das kriegen wir ja alles irgendwie hin. Das war ja das hier. Dass wir da eine Fluchtmöglichkeit bauen. So, Gürteltierüberbelegung. Eieiei. Gürteltier. 1:1 verwalten. Was haben wir denn schon? Ei. Das. Tschüss. Oliver, der hat ja dreimal reingekackt, ne? Danke. Kann ich erreicht werden? Hier, Müll. Hier. Und hier keine Mülleimer hängen. Hm. Ja, es lässt sich alles ändern. Hoffe ich. Ich hoffe es einfach inständig. So, was ist mein... Hier ein wenig Auslastung. Hier haben wir jemanden, der fegt in Indonesien. Ich Grandma. Das erwarte ich auch von... Park Beyond. Das geht mir ja voll auf den Sack, dass ich das nicht steuern kann. Oh. Was sagt unser Park? Verbrechen? Gäste. Es ist sau heiß hier draußen. Ich will jetzt erstmal gucken. Also, Zufriedenheit.
Durst. Durst ist immer ein riesiges Thema hier. Durst ist immer so ein Thema. Aber das sollten wir ja an sich ja hinbekommen. Indem wir jetzt einfach sagen. Hey. Jetzt haben wir gleich was zu essen mit hin. Die sagen, es ist sau heiß. Das müssen wir jetzt unbedingt mal irgendwie in den Griff kriegen, ja? Dieses Thema. Ah, die Dinger sind jetzt nicht unbedingt hübsch, aber wir müssen erst mal gucken, wo sie überall Durst empfinden. Hinten drinnen. Kann ich da so einfach durchschweben? So, wie komme ich jetzt dahin? Hier müssten wir ja. Haben wir Strom hier? Ja, wir haben hier Strom. Gut. Schön ist. Ich bin jetzt hier einfach mal alles hin. Ich glaube, im Gegenzug werde ich jetzt hier auch erstmal noch eine ganze Armada an. Ich werde wahrscheinlich noch zwei, drei Leute einstellen, die. Weil das Zeug geht nämlich auch schnell kaputt. Wir brauchen noch Personal. Techniker. Zwei. Messbereich zuweisen. Indonesien. Zufriedenheit. So, Durst. Dort stehen sie an. Hier haben wir alles. Du machst Plus. Du machst auch Plus. Ich hab dort. Deswegen stehst du auch hier an. Meine ich alle 5 Meter einen Mülleimer, ne? Oh, da hätten wir das. Ja, ist schlimm mit den Leuten, ne? Hat man nicht wirklich alle 5 Meter einen Mülleimer? Okay, dann müssen wir erstmal durch. Es müsste sich hier das über kurz oder lang hier auch noch verbessern. Ist was so einigermaßen grün bekommen. Haben wir denn wirklich ein Problem mit Toiletten? Ja, es geht eigentlich. Ja, hier oben haben wir ein bisschen Probleme. Hier unten haben wir auch Probleme. So, werden mir die Toilettenwesen angezeigt? Das wäre natürlich auch wieder Bombe, ne? Wenn sie mir hier angezeigt werden. Kann man hier auf eine Strohhütte hängen? Das wäre lustig. Das lässt sich doch alles machen.
Ich möchte gerne einfach nur eine Strohhütte haben. Hier, sowas. Können wir das jetzt... Oh, doch. Kann ich das so hinsetzen? Bewegen. Sieht kacke aus. Oh, dann setzen wir gleich noch einen Stein drunter, wa? Ja, das kann ich. Ah, Stein abreißen geht ja immer. Was? Sklave? Ist doch hier kein Sklave. Und das ist einfach nicht geil. Oh, das ist mal so. Ausschmücken tun wir später. Damit sollte ich jetzt... Oh, Toiletten. Das ist gut. Hunger sieht auch ganz gut aus. So aus müssen wir noch mal im Auge behalten. Aber das sollte alles nicht das Problem sein. Okay, können wir noch irgendwo Bänke hinsetzen? Den Platz effektiv nutzen, würde ich sagen. Aber da zwei hin. Da passt noch einer hin. Ja, ist ein bisschen schwierig durchs Gelände. Ey, hängen nicht alle 3 Meter irgendein Mülleimer, ne? Aus wie Sau. Das ist eine Müllfabrik hier, ne? Das ist Wahnsinns. Jetzt ist Zufriedenheit hervorragend. Aber es wird, es wird, es wird. So, einmal noch mal jetzt über die Gästezufriedenheit gucken. Toilette ist sehr hochfrequentiert. Hunger. Hotspots. Ja, hier so ein bisschen. Im Großen und Ganzen. Ja, hier. Aber dafür haben wir hier ein fettes Restaurant. Okay, haben wir Durst? Ja, Durst ist ein Problem. Durst ist ein riesengroßes Problem hier in dem Unternehmen. Haben wir den Strom? Dann würde ich gerne noch 2 Getränkedinger. Einfach hier hinzimmern. Die mit dem Arbeitsbereich hier einfach ganz normal verbinden. Wird der Map. Ja, es ist der Arbeitsbereich. Was? Nee, das ist Mitte. Upsi. Jo. Toilette. Hier ist ein Hotspot. Haben wir denn. Einrichtungen. Haben wir denn irgendwas, was. Das war so. Ein bisschen einverkauft.
Ja, wir müssen aber anbieten, für die Gästezufriedenheit hoch haben. Ich habe eine Idee. Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Mal am Gästebildungswert was ändern. Gib mir mal dich. Letzter Kranich. Ach, jetzt ist hier. Fühlt ihr euch denn genervt? Ich hab Dorf. Indoreso. Indoreso. Möchte ich jetzt gerne mal testen, ob man dadurch den Bildungswert irgendwie, weil die stehen ja denn in dem Bereich drin. Hier ist Schmetterlinge. Bin gemein. Vielleicht kann man das irgendwie damit in Verbindung bringen. Weil ich so ein bisschen gemein bin. Jo, zerfleischt euch bitte nicht. Wir sind alle ganz friedlich. Wir werden sehen. Mal gucken, was passiert. Wo haben wir Verbrechen? Natürlich haben wir Verbrechen. Warum sollten wir keine Verbrechen haben? Aber okay, ich würde jetzt... Hier, ja. Die Idee war gut. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.